Hi, ich bin der Felix von FM und ich zeige euch endlich unseren lang ersehnten Volvo 1:14 Hydraulikbagger. Das Modell wurde schon in Grün vorgestellt vor einiger Zeit. Der Grüne war noch ein Vormuster, hatte hier und da den einen oder anderen Schönheitsmangel noch. Ansonsten hat er schon ziemlich für Aufsehen gesorgt. Grün wird es ihn leider nicht geben, er kommt in Gelb. Das ist die Standardlackierung von Volvo. Das grüne Modell war nur ein Muster in dieser Lackierung, wird wie gesagt nicht in Grün verfügbar sein. Ja, ist ein 1:14 Modell, schön maßstabsgetreu, der EC160. Das ist ein 16 Tonnen Bagger, der in Realität auch mit Rädern auf der Straße fahren durfte. Ja, als Kettenbagger von jedem, ich sage mal, normal großen Bauunternehmen so in dieser Größenordnung im Einsatz. Passend zu allen gängigen 1:14 Modellen, Tiefladern, von der Spurbreite her kein Problem. Das Modell ist kompatibel zu allen Tamiya, Carson, FM, Lesu, was auch immer da im 1:14er Markt unterwegs ist. Von der Größe her passt es da maßstäblich wunderschön dazu. Der wird ausgeliefert mit Fleißgeil-Sender, das ist dieser hier. Das ist ein 10-Kanal-Sender, fertig programmiert, fertig installiert, Empfänger schon im Modell mit eingebaut. Das ist ein Ready-to-Run-Modell, das heißt, Öl ist sogar schon im System, der Akku ist schon drin, Akku einstecken, einschalten und los geht's. Ja. Ist programmiert auf Eurosteuerung, das heißt, die Knüppelbelegung funktioniert, wie man es kennt beim Bagger. Alle Kanäle proportional steuerbar, auch die Fahrantriebe sind proportional. Fahrantrieb und Drehkranz sind Brushless-Motoren. Die Pumpe, die Hydraulikpumpe ist eine Brushless-Pumpe. Es ist ein Dreifach-Ventilblock mit vorinstalliert, mit Saurus mit drauf, wie gesagt, Ready to Run. Funktioniert alles aus der Schachtel raus. Ja. Apropos Schachtel, hier oben dieser massive große Alukoffer, das ist der Koffer dieses Modells. In diesem Koffer wird das Modell ausgeliefert. Das heißt, Schaumstoffform ausgeschnitten innen drin, da sitzt der Bagger drin. Schön transportsicher, dass hier nichts passieren kann. Kommt er zum Kunde, hat einen schönen Tragegriff oben dran und kann so auch dann von euch gelagert transportiert werden, was auch immer kann. Ja, zum Modell selber wiegt 10,6 Kilo. Ist schon schwer, schon eine Hausnummer. Von der Größe her ist er ein klein bisschen größer als der, würde ich mal behaupten, sehr, sehr bekannte Huina 1580, FM 1580 Bagger. Den hole ich jetzt zum Vergleich mal kurz dazu, um es euch mal zu zeigen. Hier kommt er. Man sieht von den Proportionen her, dass der Volvo schon größer ist. Das kommt daher, der Huina ist zwar ein 1:14er laut Hersteller, aber laut Maßstab ist es eigentlich kein 1:14er. Und da gehen wir eher in Richtung 1:16, würde ich sagen. Zudem stellt es noch ein 36 Tonnen Bagger dar. Dann ist er eigentlich noch zu klein. Ja. Aber man kann sich, denke ich, einfach anhand von diesem Modell dann schön vorstellen, wie groß und wie schön maßstabgetreu der hier dann ist. Ja, ich will auf den jetzt auch gar nicht genauer eingehen, ja, einfach als reines Vergleichsmodell mal. Ja, vom Aufbau her wirklich schön, der Arm vorne und hier auch der Hauptarm, es sind aus dem Vollen gearbeitet, das heißt richtig massiv gebaut und auch schön schwer. Dadurch hat er auch schön Kraft auf der Schaufel vorne. Alle Leitungen sind außen verlegt und die Frage, die jetzt auch schon oft kam, die ich jetzt gerne, ich denke, zu jedermanns Zufriedenheit beantworten kann, fest verrohrt die Hydraulik. Das heißt, Schläuche da, wo es nötig ist, wo die Teile einfach beweglich sind, da, wo es nicht nötig ist, fest verrohrt. Ja. Das macht ihn wirklich haltbar und robust. Ja. Beleuchtung mit inklusive, mit eingebaut schon. Zwei Scheinwerfer hier, ein Scheinwerfer hinten. Kann ich über die Fernbedienung schon vorprogrammiert schalten hier oben.
zweimal aus dem Grund, das ist ein Standard-Lichtmodul mit drin, das hat mehrere Funktionen. Auf der ersten Funktion sitzt ein Blinker oder ein Rundumlicht, sonst was. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, selber noch nachrüsten. Ist jetzt hier nicht im Standard-Lieferumfang mit eingebaut. Ja. Zur Funktion selber zeige ich euch jetzt einfach mal, wie sich es bewegt. Ja. Hier oben, diese zwei, haben wir die Farbkurven rechts und links mit drauf, vor und zurück. Wenn ich die nach vorne und nach hinten schiebe, kann ich fahren. In unterschiedliche Richtungen kann ich quasi lenken. Ja. Wie schön proportional das auch funktioniert. Ja. Der Drehkranz, der ist hier drauf. Und das Geräusch ist wirklich eine Augenweide, wenn man das bei dem Geräusch so sagen kann. Man hört, es läuft alles schön, das krattert nicht. Da ist kein Spiel drin, das ist wirklich richtig, richtig schön gebaut, ja. Ja, die Hydraulik an sich, entweder Dauerbetrieb, bedeutet gleicher Druck, permanent, oder in der Mitte auf Mischerbetrieb, ist so eingestellt, dass mir die Hydraulik dann angeht, wenn ich den dementsprechenden Kanal betätige. Hier sind wir jetzt bei einer Tiefe von ab Kette 50 cm nach unten. Man kann da schon ein schönes, vernünftiges Loch damit graben. Ja. Ich hole den Arm mal wieder hoch. Auch für die Kritiker, es bewegt sich wirklich schön feinfühlig. Es geht schon das ein oder andere, die ein oder andere Meinung durchs Netz. Es wäre nicht einfach zu baggern, weil er sich nicht feinfühlig steuern lässt. Es hat grundsätzlich mal mit dem Modell an sich meistens nie was zu tun. Es kommt eigentlich immer durch die Programmierung im Sender oder auch durch die Fingergröße des Bedieners. Normalerweise ist es die Programmierung im Sender, die einfach auch hier ein bisschen feinfühliger eingestellt werden kann. Das ist kein Riesenaufwand, ja. Das ist in dem Fleißgasender relativ einfach zu machen. Man kann die Kurven einfacher stellen, flacher stellen, dann funktioniert das alles feinfühliger. Ja. Das ist einfach dem Bediener selbst überlassen, wie hat er das gern, wie viel Erfahrung, wie viel Training hat er, will er es schön feinfühlig und langsam haben oder will er es vielleicht auch etwas schneller haben. Der Hersteller kann es hier nicht perfekt einstellen. Ja, das ist wirklich jedem selbst überlassen. Es ist so vorprogrammiert, dass es unserer Meinung nach wirklich gut funktioniert, aber man kann ja auch das eine oder andere verändern, wenn man das möchte. Ja. Ja, hier hinten ein Schalter mit drin, unten sitzt der Fahrregler mit Lüfter drauf, hinten drinnen sitzt der Akku, den kann ich von hier oben sehen. Da sitzt er da hinten drin. Wenn ich den Akku austauschen möchte, also es ist eigentlich gedacht, das Modell mit Akku im Modell zu laden. Das heißt, man holt sich hier hinten den Balancer-Stecker raus. Ein Balancer-Ladegerät ist mit dem Lieferumfang dabei. Lade ich mir den auf, ist ein 6000 mAh, 7,4 Volt Lithium-Ionen-Akku. Ist ein Riesengerät, mit dem läuft der Bagger gute anderthalb Stunden. Ja, wenn es dann immer noch nicht genug ist. Es gibt auch Tauschakkus dazu. Zwei Schrauben hier oben. Geht hinten der Gewichtsblock ab und man kann den Akku tauschen. Ja. Aber normalerweise reicht eigentlich anderthalb Stunden, würde ich jetzt mal behaupten, aus. Ja. Ersatzteile, selbstverständlich bekommt ihr auch alles beim Fachhandel oder auch bei FM. Wir sind im Moment daran, einige Zubehörteile vorne, Anbaugeräte zu bauen. Sobald da was da ist, was benutzt werden kann, wird es natürlich sofort vorgestellt. Ja? Also keine Panik, da kommt noch einiges dazu. Ja? Jetzt
zeige ich mal die andere Seite. Auch hier schön gemacht mit zwei Deckeln, auf der Seite zwei Klappen. Oil Refill steht hier. Hier drinnen ist der Hydrauliktank, dieser schwarze, der hier unten drunter ist. Der liegt da und auf dem Tank sitzt hinten hier der große Brushless-Motor drauf, der schon für diese Modellgröße meiner Meinung nach relativ groß ist. Ja. Also es heißt nicht, er hat mehr Power als ein anderes Modell. Das ist schon durch die Durchflussmenge und den Druck auch bestimmt, aber er hat auf jeden Fall aufgrund der großen Dimensionierung von der Pumpe hier keine Probleme, dass hier was überhitzt oder was eventuell zu schnell kaputt geht, weil es zu klein ist. Also es ist schon gut dimensioniert alles. Ja. Druckanzeige mit drauf hier, er läuft so bei 25 Bar normalerweise. Ja, was noch zu erwähnen wäre, auf jeden Fall die Türe kann man aufmachen. Ja, hier sind Scharniere mit dran, das Cockpit ist schön ausgebaut, man kann sich da eine Figur reinsetzen. Also auch da hat der Hersteller gut mitgedacht. Ja. Stahlketten, das ganze Gehäuse vom Bagger ist komplett aus Metall, die Scheiben Kunststoff, aber ansonsten findet man eigentlich hier nicht viel, was irgendwie aus Kunststoff gemacht ist. Ja. Von den Zylindern her, sehr groß vom Durchmesser her, es erinnert etwas an Lesu. Könnte sein, dass das ein oder andere Teil von Lesu hier im Spiel ist bei der Hydraulik, wenn man sich die anschaut, aber meiner Meinung nach wäre das definitiv nur ein Vorteil für das Modell. Von der Dichtigkeit her können wir nichts Negatives sagen. Wir haben es getestet, Hydraulik auf Anschlag und weiter. Mal schauen, was passiert. Es kommt irgendwas raus, es funktioniert alles gut. Es sind Standardbauteile in den Zylindern drin, wenn da mal was undicht wird. Ein O-Ring-Sortiment vom Baumarkt hilft da schon Wunder. Ja, da kann man eigentlich alles warten. Wobei zur Wartung zu sagen ist, dass bei so einem Hydraulikmodell da eigentlich nicht viel nötig ist. Wenn es wirklich viel und rau genutzt wird in staubiger Umgebung, muss man vielleicht mal in den Hydrauligen O-Ring tauschen. Aber das passiert in den ersten 2 oder 3 Jahren auf gar keinen Fall. Ja. Ja, zum Öl selber, das sollte vielleicht jedes Jahr mal ausgewechselt werden. Aber auch hier kommt oft Grad und Art der Nutzung an. Ja. Ja, ich denke, es wäre vorerst mal alles gesagt so von meiner Seite. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, schreibt es bitte auf jeden Fall in die Kommentare rein. Wir sind da akribisch hinterher, euch das auch in YouTube schön zu beantworten oder schreibt ihr uns eine E-Mail. Ja. Wie gesagt, das Modell ist jetzt beim Fachhändler in der ersten Charge verfügbar. Die muss ich euch schon leider sagen, ist schon ausverkauft, aber die Fachhändler bekommen jetzt ihre Modelle. Und die Modelle werden dann soweit möglich verteilt vom Fachhändler. Die nächste Bestellung wird dann bei den Händlern Ende Januar eintreffen. Und auch diese ist meiner Meinung nach schon ausverkauft. Wenn ihr dieses Modell haben wollt, es ist wirklich eine große Nachfrage und eine große Nichtverfügbarkeit von Zulieferungen im Moment. Das heißt, wenn ihr es haben wollt, bestellt es definitiv vor. Geht zum Händler und sagt, ich will das haben, weil der Tag kommt irgendwann, wo es auf dem Ladentisch steht und ihr könnt reingehen und es einfach kaufen. Aber in den nächsten 3 bis 4 Monaten wird es auf keinen Fall möglich sein. Das heißt, wer es in dieser Zeit jetzt haben will, muss es auf jeden Fall vorbestellen, sonst wird er wahrscheinlich keinen abbekommen. Ja, ja, noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Unser Elektromuster ist auf dem Weg. Wer dieses Modell sehen will und darauf wartet, ein kleines bisschen Geduld noch, bald kommt das Review und der elektrische wird dann irgendwann Ende Januar bis Mitte Februar dann verfügbar sein. Stand heute. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und hier oben unser FM-Logo anklicken, dann bekommt ihr von uns ein Abo. Bitte dann auch die Glocke aktivieren, dann könnt ihr euch das alles schön immer bei YouTube reinziehen, wenn es was Neues von uns gibt. Und ja, ich freue mich auf die Kommentare und auf ein paar Likes. Bis zum nächsten Mal.